Wir wollen heute demonstrieren, wie man mit dem Sampada Pyrolyseofen selber Holzkohle herstellen kann, um das für Terra Preta oder eben auch zum Grillen zu verwenden. Aber der für uns natürlich interessanteste Part ist, das für den Kompost zu verwenden, für Terra Preta, was hier auch am einfachsten ist, weil die Holzkohle tendenziell relativ klein sein wird. Genau, das ist der Sampada, ein Kocher aus Indien, entwickelt von dem ARTI-Institut für angepasste ländliche Technik. Der wird inzwischen schon 10.000-fach in Indien eingesetzt und wir haben das über eine Vermittlung auch geschafft, das hier nach Deutschland zu importieren und das jetzt anzubieten. Besteht aus drei Teilen, ist also einfach, robust und groß und dabei doch relativ günstig im Vergleich zu allen anderen Kochern, die wir uns inzwischen so angeguckt haben. Besteht also aus drei Teilen, der Brennkammer, massives Eisen, Edelstahl, Schutzring und dann der Kochaufsatz. Die drei Teile und wir legen los, indem wir den Edelstahleinsatz mit Holz füllen. Genau, das machen wir jetzt. Muss man nicht komplett füllen. Also die Idee beim Pyrolyseofen ist, dass wir Holzgas verbrennen, aber nicht das Holz selber. Das ist genau das, was in Holzvergaseranlagen passiert. Und das ist genau der Prozess in der Holzkohleherstellung. Wir haben Holz, wir brennen das an, wir entfolgen eine Glut, die Temperatur. Das treibt das ganze Holzgas aus dem Holz. Nur der Kohlenstoff bleibt übrig, die Kohlenstoffstruktur von den Holzzellen bleibt übrig. Und alles andere geht raus. Und dieses Holzgas ist aber ungefähr 2/3 bis 3/4 der Energie, die im Holz steckt. Das heißt, dabei wird sehr viel Wärme frei, wenn man da entsprechend das Holzgas mit abfackelt. Und mit dieser Wärme kann man dann einiges anstellen, zum Beispiel kann man damit kochen oder das als Terrassenofen verwenden und so weiter. Sollte man auf jeden Fall nur draußen verwenden und die Handschuhe sind jetzt hier im Wesentlichen, weil es verdammt kalt ist gerade. Aber man sollte auch dann angepasste, also wie beim Grillen im Grunde aufpassen, dass man die bis zu 400 Grad heißen Metallteile und heißeren Metallteile nicht anfasst. Oder werden dann nur mit entsprechendem Werkzeug oder Handschuhen. Genau, jetzt füllen wir den Pyrolyseofen und zwar erstmal nur zu einem Drittel. Und die ganze Idee dabei ist, wir sehen hier die Löcher. Das sind gar nicht so viele. Ne? Normalerweise wird man bei einem Grill oder so möglichst viel Luft ranlassen. Hier lassen wir den Sauerstoff nur ganz dosiert ran, damit das Holz eben nicht sofort alles komplett abfackelt, sondern wirklich nur heiß wird und dann das Holzgas verbrennt. Und das Holzgas wird dann wirklich erst hier oben anfangen zu brennen, da wo die Luft dann noch mehr zukommt. Befüllen kann man den Sampada, den Pyrolyseofen mit am besten kleinem trockenen Holz, Kiefernäpfel, also Kienäpfel, also Kiefernzapfen, getrocknete mit Nussschalen. Ich habe sogar schon gehört, Kaffeesatz und Kartoffelschalen, müsste man mal probieren, müsste aber richtig trocken sein. Also alles, was irgendwie kleines, trockenes Holz ist, wenn das Material feucht ist, wird es eher anfangen zu rauchen. Und wenn es eben nicht Holz ist, entsteht dabei kaum Kohle, sondern relativ viel Asche. Einen Schritt weiter. Das Feuer ist entzündet. Die Grillanzünder brennen erstmal.
und jetzt muss ich das trockene Holz darunter entzünden und dann, wenn das ein bisschen angebrannt ist, wenn da ein bisschen Temperatur ist, das heißt auch die Luft anfängt zu ziehen, dann können wir noch mehr Holz reinmachen oder vielleicht auch erstmal den. Also der kommt quasi rauf, wenn das Feuer richtig brennt, wenn es schon ganz gut durch ist, ganz gut heiß ist. Und füllen können wir es halt, wenn es schon mal ein bisschen sich erwärmt hat, dass dann ordentlicher Zug kommt, dass da ein bisschen mehr Sauerstoff kommt. Der Punkt ist immer, wir verbrennen mit wenig Luft. Und dadurch muss man das gut steuern und gucken und dadurch entsteht dann aber auch die Holzkohle. Wir werden übrigens den Versuch wagen, diesmal nicht Wasser zu kochen einfach oder irgendwelche Kartoffeln mit dem Sampada, sondern wir werden mit meiner Lieblingsgusseisernen Pfanne werden wir versuchen Eier zu braten. Passt genau hier auf unseren Kochaufsatz drauf. Wir verwenden Kokosfett zum Braten. Nur als kleiner Tipp nebenbei. Alle flüssigen Bratöle sind im Grunde nicht geeignet, weil sie stark oxidieren und bei höheren Temperaturen stark radikal werden und zum Teil schon so in der Flasche sind und letztendlich regelrechte Gifte für den Körper darstellen. Ein Fett, was nicht kaputt geht und was vom Körper sehr gut verstoffwechselt wird und keine Probleme macht, ist Kokosfett. Ein günstiges Fett, und man kriegt das in so einen Würfeln für 55 Cent oder so im Supermarkt. Also wenn Sie zukünftig braten, am besten nur noch mit festen Fetten und dann 100% Kokosfett ungehärtet. Wir werden ein paar Zwiebeln reinmachen und Eier vom Nachbarn und bedruckte nicht Industrieeier, sondern hier aus dem Nachbargarten. Die haben auch mal ein paar Regenwürmer gesehen und vor allen Dingen haben die auch GM gesehen, diese Eier. Das heißt, unser Nachbar kriegt regelmäßig ein paar Flaschen EM für die Hühner, damit er die füttern kann und den Stall aussprühen kann. So wissen wir auch, dass die Mikrobiologie bei den Hühnern gut ist und das merkt man denen bei der Gesundheit an und den Eiern merkt man es auch an. Das heißt, sie legen mehr und sind gehaltvoller. So, funktioniert tatsächlich. Es brennt von oben an. Für alle, die es lieben, mit Feuer zu spielen, ist das ideal. Ja, können wir sonst noch was erzählen zum Sampada oder zum Pyrolyse allgemein? Also es ist ungefähr ein Viertel der Energie, die im Holz steckt, gewinnen wir dann in Form von Holzkohle und 2/3 bis 3/4 gehen hier als Holzgas in die Verbrennungsenergie. Das kann man natürlich auch im großen Maßstab machen, also es gibt ja inzwischen auch einige Pyrolyseanlagen, die auch verkauft werden von der Pyrek und von anderen Firmen, wo ein wesentlicher Punkt ist, dass man eigentlich eine normale Holzfeuerungsanlage, wo man Energie produziert und das Holz komplett verbrennt, ersetzt durch Vergaseranlagen, die Holzkohle produzieren. Und wir wollen dabei ein Temperaturniveau haben zwischen 400 und 800 Grad Celsius. Das ist der Bereich, in dem eine poröse Holzkohle entsteht, in denen die Zellstruktur der Holzkohle erhalten bleibt. Und das heißt, nur die Zellwände bleiben stehen und bilden dann entsprechend Poren. Und genau diese Porenstruktur ist der wesentliche Faktor bei der Holzkohle, bei Terra Preta. Das heißt, wenn wir über 800 Grad die Holzkohle produzieren, was ja einige Holzvergaseanlagen heute machen, 900 Grad, 1000 Grad, 1200 Grad, dann haben wir schon den Effekt, dass da viele Poren wieder sich verschließen, versintern. Bei Aktivkohle ist das im Grunde auch so.
Da gibt es auch kaum, praktisch keine Porenstruktur, nur eine große Oberfläche. Und auf der anderen Seite, wenn wir, das heißt nicht, dass man diese Kohle gar nicht verwenden kann, die ist gut, aber sie wird nicht ganz diesen biologischen Effekt haben, diesen Therapeuter-Effekt. Und auf der anderen Seite, unter 400 Grad werden wir eine Kohle produzieren, die nicht so dauerhaft ist, relativ schnell abgebaut wird im Boden und wo eben noch viele andere Bestandteile außer der Kohlenstoff noch im Holz sind. Und die Zellstruktur ist deswegen wichtig und spannend, weil es genau die Poren sind in der Größenordnung von Mikroorganismen. Das heißt, so eine Pflanzenzelle ist ja im Vergleich zu Mikroorganismen relativ groß, 100 mal bis 1000 mal größer wie vielleicht ein Milchsäurebakterium. Das heißt, da passen also wunderschön Kolonien, auch diverse Ökologien richtig von Mikroorganismen in jede einzelne Pore dieser Holzkohle rein. Und das macht diesen starken biologischen Effekt auf, dass wir geschützte Lebensräume haben, Apartments sozusagen, Wohneinheiten für jeden Mikroorganismus schön nebeneinander. Da kommen, werden trocknen nicht aus, werden nicht weggespült, werden nicht von ihren Fraßfeinden, Nematoden oder irgendwelchen Ewigkeiten oder so aufgefressen, weil die passen da nicht mehr rein. Das ist der Effekt bei der Holzkohle und den erreichen wir bei 400 bis 800 Grad Celsius, der klassischen Grillkohle. Die klassische Grillkohle ist auch mit dem Temperaturhergestellt. So, jetzt ist es schon mal ganz gut angebrannt. Jetzt fülle ich das hier noch ein bisschen weiter auf. Lass das auch noch durchbrennen. Und dann kommt der Aufsatz drauf. Bisschen Geduld muss man mitbringen, aber im Garten hat man die Zeit ja oder kann nebenbei auch noch ein paar andere Sachen machen. So, laut unserer Gebrauchsanweisung, das Holz ist jetzt überwiegend schon nicht durchgebrannt, aber fängt an zu brennen. Und jetzt können wir anfangen quasi das fürs Kochen vorzubereiten. Dazu kann man den Übertopf hier rausziehen. Der sorgt dann auch dafür, dass das nochmal ein bisschen schneller besser zieht nach oben und genau mit dem Aufsatz. Und ich denke, man sieht sehr schön die Flammen und man sieht sehr schön, dass die Flammen relativ weit oben erst entstehen. Also die entstehen gar nicht, entstehen nur am Anfang direkt am Holz und dann ist es wirklich Gas, das aus dem Holz austritt und sich oben dann entzündet, wo hier am Rand noch mehr Sauerstoff dann dazu kommt. Und dann können wir auch gleich mal die Pfanne aufstellen und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir können ja mal ein bisschen Wasser drauf machen, dann weiß ich, wie heiß es ist. Einfach mal gucken, wann es anfängt heiß zu werden. Salzen werden wir das Ei natürlich auch und wir sind ja ein Internetshop und wir verkaufen alles mögliche, was mit Terra Preta zu tun hat und mit EM, diesen effektiven Mikroorganismen. Quasi so eine Art Sauerkrautsaft, mit dem man alle möglichen Milieus positiv mikrobiell beeinflussen kann und der auch viel Antioxidantien und Enzyme enthält. Und das hier ist ein, gibt es dann alle möglichen Produkte inzwischen in der EM-Schiene und eines dieser Produkte zum Beispiel Zahncreme. Wunderbar geeignet ist, eine positive Mikrobiologie im Mundraum herzustellen. Und auf der anderen Seite haben wir auch sowas wie EM-Salz. Also da wird EM und Salz gemischt und kristallisiert. Könnte man jetzt denken, was soll der Unsinn? Aber da passiert tatsächlich etwas. Und zwar haben wir den Effekt, dass das Salz sehr viel milder schmeckt und besser verstoffwechselt werden kann und eben auch eine andere Kristallstruktur kriegt. Also erstmal schmeckt es sehr, sehr gut und dann ist quasi auch ein Großteil dieser Stoffwechselprodukte und sind dann hier in dem Salz mit dabei. Und das ist nicht schlecht für den Geschmack und wir werden natürlich unsere Eier mit unserem EM-Salz salzen. So, jawohl, die Pfanne ist schon heiß.
Ich denke, die größte Gefahr ist, dass es zu heiß wird. Gucken wir mal, ob wir das halbwegs reguliert kriegen. Also, Zwiebeln rein, Kokosfett rein. Wenn es zu heiß wird, nehmen wir es einfach wieder runter. Regulieren kann man das Feuer einfach, indem man nicht ganz so viel reinmacht oder indem man dann entsprechend nachlegt. Man kann hier in den Spalt, kann man jetzt beispielsweise wunderbar Holz nachlegen. Und das kann man nach Bedarf machen. Wir brauchen erstmal noch nichts. Aber eine Gabel wäre nicht schlecht, damit ich hier mal umrühren kann. Ich bin sofort wieder da, ich muss in die Küche. Und jetzt ein paar Eier rein. Sind eine der besten Nahrungsmittel überhaupt. Nicht umsonst, da ist ja wirklich alles drin, woraus man ein Huhn machen kann. Die Emsalz sieht jetzt ganz schön viel aus, aber es ist sehr mild und auch relativ grobkörnig, also sehr viel leichter als man als normal. Man braucht relativ viel. Also das ist nicht übersalzen, auch wenn es so aussieht. Wir werden es nachher auch eigenhändig essen, um das zu beweisen. So, das sieht gut aus. So glatte Spiegeleier brannt, ansonsten eigentlich nicht. Das kommt immer irgendwie mit in die Pfanne mit rein. Aber mal gucken, wie mir das gelingt. Und dann auch noch auf so einem für mich neuen Herd. Sieht aber ganz gut aus. Was ich gerne mache, ist so einen Innendeckel drauf machen, dass das Ei auch nicht von unten verbrennt und von oben noch gar nicht durch ist, dass ich ein bisschen die Hitze drin halte. Aber da reichen schon 1-2 Minuten und dann müsste das fest sein. Ja, und wenn man länger kochen will, länger braten will, also eine Füllung würde ja normalerweise, so sagt man, eine halbe Stunde reichen. Laut diesem ländlichen Institut für Technologie, die haben das alles wunderschön ausgemessen und getestet, auch wie effizient das ist. Also es ist einer der effizientesten Pyrolyseöfen, die es gibt, und Kochöfen. Da gibt es also zig seitenweise Abhandlungen dazu, welche Werte dieser Ofen erfüllt, welche Abgaswerte, welche Verbrennungseffizienz. Wir merken schon, das wird die ganze heiß, aber unsere Eier sind auch fast fertig. Noch wenige Sekunden. Ja, gehen wir nochmal rauf. Wunderbar. Dampft jetzt natürlich bei der Kälte enorm, ne? In der Küche oder so, wenn es ein warmer Tag ist, wäre es nicht ganz so. Aber wir haben hier heute, glaube ich, -2, -3 Grad, es schneit. Und dadurch ein bisschen mehr Dampfentwicklung. Aber
Hat funktioniert. Jetzt halten wir die Eier noch ein bisschen warm. Ich stelle sie mal hier an die Seite. Ihr auch weiterhin beobachten könnt, unsere schönen Eier. Und der Pyrolysekocher darf jetzt noch bis zum Ende durchglühen. Und man weiß, dass der Kocher vorbei ist. Ah, hier sieht man wunderschön, wie aus den Luftlöchern die Flammen austreten, oben mit dem Holzgas zusammen. Aber das ist jetzt der perfekte. Und man sieht, dass unten beim Holz praktisch keine Flammen sind. Das ist wirklich nur oben, wo das Gas mit dem Sauerstoff zusammenkommt. Wunderschönes, zimtstrahliges Feuer. Und wenn das Holzgas aufhört zu brennen, also wenn die Flamme sich wieder nach unten verlagert, von sich aus stoppt der Kocher jetzt nicht. Der Kocher würde also weiter glühen und verbrennen, bis das Holz auch komplett zu Asche verbrannt ist. Das heißt, wir müssen den Prozess, wenn wir die Holzkohle haben wollen und nicht bloß kochen wollen, müssen wir den Prozess stoppen. Und zwar an dem Punkt, an dem das Holzgas verschwindet und die Flamme sich wieder zurückverlagert auf das Holz, oder dann ist es schon Holzkohle. Und dann werden wir das mit Wasser ablöschen. Und zwar einfach hier drin. Man muss berücksichtigen, jetzt sind alle Teile hier extrem heiß. Also das hier, der Teil ist auch schon heiß, aber der da drin, der ist 400, 500, 600 Grad heiß. Die Brennkammer. Die sollte man also wirklich nicht anfassen oder nur mit besten Materialien. Am besten man fasst es gar nicht an. Und wenn man den Überdeckel runternehmen will, dann kann man das hier mit diesem lichten Henkel machen. Und bevor wir das ablöschen, werden wir das dann entsprechend auch rausnehmen. So, jetzt kommt also der Moment. Wir löschen die Kohle ab. Die große Flamme ist weg. Wir haben nur noch die Glut. Und jetzt, desto schneller man jetzt ist, desto mehr Holzkohle gewinnt man da. Wir haben jetzt noch ein bisschen gewartet, damit es auch wirklich komplett durch ist. Wir nehmen die Hülle ab. Und damit ihr auch seht, wie kalt es hier ist und was wir auf uns nehmen, damit ihr seht, wie man diesen Kocher verwendet, haben wir mal ein bisschen Eis geschlagen aus der Regentonne. Und das jetzt einfach nur zum Spaß haben. Normalerweise nehmen wir Wasser. Alle würden das jetzt mit Wasser ablöschen, mit der Gießkanne. Aber ich will einfach mal sehen, was passiert, wenn wir Eisstückchen auf ein 400 Grad heißes Feuer machen. Prinzipiell, da soll sehr viel Wasserdampf entstehen, also Abstand halten. Und das ist jetzt hier wirklich 400, 800 Grad heiß. Also wenn das mit Wasser in Kontakt kommt, ist klar, was dann passiert. Entsprechend vorsichtig sein. Da unser Eis. Aber natürlich im Normalfall Wasser. Die Gießkanne. Und wenn man dann fertig ist, also das komplett abgelöscht hat, das abgekühlt ist, ich würde es einfach stehen lassen, bis es sich tatsächlich abgekühlt hat. Und erst dann die Holzkohle rausmachen. Wenn man also an dem Punkt ist, dass es sich komplett abgekühlt hat, und man die Holzkohle rausgemacht hat, dann sollte man auch gucken, dass alle Luftlöcher noch offen sind, dass sie nicht verstopft sind mit Kohle oder so, bevor man das nächste Mal wieder anfeuert. So, also ich habe jetzt hier Eis raufgemacht. Das hat noch nicht mal gereicht, um das komplett zu schmelzen, das Eis. Also wir haben zusätzlich noch ein bisschen Wasser draufgemacht, dass wir auch tatsächlich komplett trocken sind. Und das heißt, die Holzkohle ist gleich feucht. Das ist übrigens wunderbar. Feuchte Holzkohle ist für Therapeuten absolut geeignet. Und das Eis wird noch nicht mal komplett schmelzen, wie es aussieht. Also ablöschen mit Wasser ist dann doch etwas praktischer. Gut, wir warten jetzt ein paar Minuten, bis es wirklich komplett abgekühlt ist. Man kann natürlich so viel Wasser drüber machen, bis irgendwann auch das heiße Eisen kalt ist. Und wenn man trotzdem das Bedürfnis verspürt, irgendwas Heißes hier anzufassen, dann
ist eine Rohrzange ganz gut, oder wir haben uns extra mal einen richtig für auch hohe Temperaturen geeigneten Grillhandschuh besorgt, mit dem man das dann theoretisch auch mal anfassen könnte. Aber am besten, glaube ich, man passt das überhaupt nicht an. So, wohin wollen wir die Holzkohle jetzt entleeren? Immer noch einiges an Temperatur da. Und wir haben also, ja, ich würde sagen, das ist eine ganz schöne Ausbeute, das ist fast die Hälfte, also man kann rechnen, so ein Drittel bis die Hälfte vom Volumen des ursprünglichen Holzes gewinnt man an Volumen von Holzkohle, und gewichtsmäßig sind es auch so ungefähr von einem Kilo Holzkohle kann man dann so ungefähr rechnen, von einem Kilo Holz kann man ungefähr 250 Gramm Holzkohle gewinnen, wenn alles gut läuft. So sieht das also aus. Das könnte man jetzt noch ein bisschen klein machen. Da gibt es, also das ist jetzt relativ weiche Holzkohle, da kann man einfach mal ein bisschen mit dem Ast oder Stock rein und das ein bisschen klein machen. Unter 1 cm, das ist so eine Hilfe, sollten keine Stücke mehr drin sein, die größer sind als 1 cm. Und beim Kleinmachen entsteht ja auch viel Staub. Also da entstehen dann also Korngrößen von 0 bis 1 cm. Das wäre optimal. Und wichtig ist natürlich, diese Holzkohle nicht direkt in den Boden. Das geht immer schief. Also da kann man sogar damit rechnen, dass man 2-3 Jahre Mindererträge hat, wenn man Holzkohle ohne ausreichende Mikrobiologie, ohne ausreichende Nährstoffe in den Boden bringt. Also das ist jetzt ganz blanke Holzkohle, die muss besiedelt werden mit Mikroorganismen, die muss aufgeladen werden mit Nährstoffen, speziell Stickstoff. Und ein perfekter Weg, um das zu tun, der auch gleich den Kompost noch enorm verbessert und Humus produziert, ist, das in die Kompostierung mit einzusetzen. Und wir empfehlen dann ja eine Kompostierung, die eher in die Milchsau-Richtung geht, also entweder in zwei Stufen, erst eine Milchsau-Fermentierung mit DM und dann der aerobe Wurmvererdung, oder die Vererdung kann auch komplett im Boden stattfinden. Genau. Das ist also der Sampada Kocher. Und ich denke mal, damit werden Sie in Ihren Gärten viel Freude haben, sowohl beim Kochen oder Grillen wie auch beim Holzkohle produzieren. Und so können Sie selber Ihren eigenen Kreislauf im Garten mit ihren eigenen Holzabfällen von Bäumen oder Sträuchern oder Nussschalen zum Beispiel wunderbar schließen und sich ihre eigene Therapeuta aufbauen. Genauso wie es die Amazonas-Indianer auch gemacht haben. Viel Erfolg! Nun zu den Früchten unserer Arbeit, die neben der Holzkohle ganze Menge. Neben der Holzkohle, die wir produziert haben, auch noch ein paar lecker gebratene Hähnchen sind. Und das sieht gut aus. Mein Kameramann hatte ein bisschen Sorge, dass ich da zu viel Salz drauf gemacht habe, aber wie ich schon sagte, Hähnchensalz ist sehr mild. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Perfekt. Na dann, guten Appetit. Darfst ausschalten.